Hirnforscher. Das wirst du nicht glauben. Im Gegensatz zu allem, was wir bisher gedacht haben, ist das menschliche Hirn bis ins hohe Alter umbaufähig. Du stirbst in dem Moment, wo du nicht mehr über dich selbst hinauswächst. Wir sind von Geburt an darauf ausgelegt, dass wir immer wieder über uns hinauswachsen, dass wir immer wieder neue Dinge lernen. Nicht durch Üben kriegt man eine neue Vernetzung ins Hirn, sondern durch Freude. Krass, Digga. Das ist so schön, ja. Der Muskel ist blöd, aber das Hirn ist nicht so doof. Haut, Muskeln sind blöd, na Mann. Das darf man nicht aufgeben. Lasst das innere Kind in euch nicht sterben, Freunde. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community auf YouTube. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Erster Link in der Beschreibung, Rumble abonnieren. Wichtig und richtig. Kommen immer mehr Videos an den Start. Ich kann es nur immer wieder erwähnen. Ich möchte mir da auch eine Reichweite aufbauen, weil ich glaube, in Zukunft wird YouTube immer schwieriger werden. Deswegen checkt Rumble. Jetzt gehen wir in ein Video rein. Das erste Video für heute, welches heißt Hirnforscher. Das wirst du nicht glauben. Neuroplastizität. Bin gespannt, was hier passiert. Ist ein kürzeres Video, aber ich glaube trotzdem sehr spannend. Daumen nach oben da, lasst ein Kommentärchen schreiben und den Kanal abonnieren natürlich. Und jetzt würde ich sagen, ab geht der Peter. Peter Eden Man, Alter. Come on. Weil das ist vielleicht die bedeutendste Entdeckung, die wir da in den letzten 20, 30 Jahren gemacht haben. Hat sich immer noch nicht bis in alle Bereiche... Gerald Hüther. ...rumgesprochen, aber die heißt... Im Gegensatz zu allem, was wir noch früher, als ich noch ein junger Hirnforscher war, geglaubt haben, im Gegensatz zu allem, was wir bisher gedacht haben, ist das menschliche Hirn bis ins hohe Alter umbaufähig. Da können immer noch neue Synapsen aufgebaut werden, da können neue Vernetzungen entstehen, da kann, wenn hier was kaputt geht, an einer anderen Stelle was neu gebaut werden. Wir sind so faszinierend, ne, wir Menschen, Schwester. Und daran merkst du auch, wie... wenig wir uns eigentlich selbst kennen, wenn die heutzutage immer noch solche Erkenntnisse machen, dass du auch in hohem Alter dein Gehirn noch quasi neu konstruieren kannst mit den richtigen Tools. Und darauf wird er jetzt auch reingehen. Wenn man mit 70 nochmal anfängt, Klavier zu spielen oder zu jonglieren, ein halbes Jahr später kann man dann mit dem bildgebenden Verfahren, das ist so Computertomographie, zeigen, dass da plötzlich eine Verschaltung entstanden ist, die da vorher gar nicht da war. Geil, ich schwör's dir. So, das dann immer wieder mit Freude was Neues lernen, meine lieben Freunde. Immer wieder, das ist das Ding, Menschen denken, dass die im Alter aufhören. So, Menschen denken, glaube ich, oder kriegen eingetrichtert, dass sie ab einem gewissen Alter fertig sind. So, du bist jetzt erwachsen, du hast jetzt deine Verhaltensmuster, du bist jetzt so, wie du bist und jetzt bist du fertig und jetzt lebst du bis zum Tod und dann stirbst du. Aber ich glaube, dass wir als Menschen dafür gemacht sind, uns immer wieder neu zu challengen, immer wieder was Neues zu lernen, immer wieder über uns hinauszuwachsen. Und das hält uns auch jung. Das gibt uns diese Energie und dieses so, dass wir einfach lebensfreudig bleiben, lachen, neue Dinge lernen und so. Das können wir auch im Alter, weißt du? Bei uns ist es leider so, dass wir denken, dass wir im Alter miserabel werden und alte Menschen verbindet man mit den Gesichtszügen, dass die angry sind und nicht mehr lachen und nicht mehr freundlich sind und freudig sind, meine ich, und neue Dinge lernen und so, aber wir müssen das tun als Menschen. Du stirbst in dem Moment, wo du nicht mehr über dich selbst hinauswächst. Wir sind von Geburt an darauf ausgelegt, dass wir immer wieder über uns hinauswachsen, dass wir immer wieder neue Dinge lernen und es hört nie auf bis zum Tod. Das dürfen wir nicht vergessen, meine lieben Freunde, ich schwör's dir, weil, ja, ich sehe das ja bei Leuten so, wie jetzt zum Beispiel Erich von Däniken, den wir uns gestern reingezogen haben. Der ist 83, guck mal, wie begeistert der von den Dingen erzählt, die er erforscht. Und ich glaube, das wird so sein bei ihm bis zum Tod. Kurt Tepperwein genauso. Das sind Menschen, die ihr ganzes Leben lang immer wieder versucht haben, über sich hinauszuwachsen und was Neues zu lernen, so, weißt du? Und das ist auch für mich persönlich der Anspruch, den ich an mich habe. Macht ja ein bisschen Mut, das heißt, man könnte da noch... ganz viel, aber das geht nicht so einfach dadurch, dass man übt. Also das nur, dass man, das Hirn ist kein Muskel. Jetzt kommt es nämlich. Nicht durch Üben kriegt man eine neue Vernetzung ins Hirn, sondern durch Freude. Krass, Digga. Das ist so schön, ja. Durch Freude, Freunde. Durch Liebe an einer Sache. Freude, wenn man sich was Neues beibringt. Das gut findet, wenn man sich wieder neu challenged und so. Raus aus der Komfortzone, Happiness, immer wieder was Neues lernen. Hätten Sie das gedacht? Wahnsinn, ne? Also das Hirn hat nämlich so ein, ist kein Muskel, ist ja klar. Also Muskel kann man einfach üben und da wird er immer dicker und inzwischen kann man da auch Strom dran schließen, das hat immer mal zuckt und da wird er auch immer dicker. Der Muskel ist blöd, aber das Hirn ist nicht so doof.
Haut's? Muskeln sind blöd, na Mann. Wie der Muskel. Und das, wir haben so, im Hirn haben wir so einen Bereich, da wird immer geprüft, ob das, was wir da tun, uns auch wichtig ist. Wenn das für uns nicht wichtig ist, dann hat das Hirn keine Lust, sich anzustrengen. Das ist sozusagen sparsam. Also jetzt überlegt mal, wie viele Leute machen einen Job, der ihnen nicht wirklich wichtig ist, sondern einfach nur Geld nach Hause bringt. So. Gar keine richtige Freude und diese, wie sagt man, dieses Gefühl, Digga, dass das, was ich mache, was Wichtiges ist und das mich erfüllt, so, weißt du, deswegen finde ich es auch, habe ich das auch immer wieder gesagt, so, findet euren Traum, versucht euren Traum zu finden, findet das, was euer Herz erfüllt, das, was euch Freude macht und das, was ihr denkt, was wichtig ist. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwas im Herzen, was besonders ist und was er unbedingt ausleben möchte. Eine Berufung, Digga, da kommt das Wort Beruf her und die sollte man ausleben, die sollte man finden und ausleben. Am liebsten macht es nichts. Ja, und wenn dann irgendwie einer kommt und sagt, jetzt müssen wir ein bisschen mehr Kreuzworträtsel machen oder sich mal ein bisschen mehr bewegen. Sie in Ihrem Alter sollten jeden Tag hier 10 Kilometer. Also dann sagt man, ja, hat er schon recht. Wird schon stimmen, aber das Hirn ist nicht der Meinung, dass das jetzt besonders wichtig sei und dann macht man es auch nicht. Das heißt, das, was man tut, damit sich im Hirn was verändert, das muss mit einer, nennen wir es mal, mit einer Aktivierung der emotionalen Zentren im Hirn einhergehen. Und früher habe ich immer dann so ein bisschen gesagt, dass sie müssten sich mal wieder für was begeistern. Als Kind sind wir alle so, ne? Als Kind sind wir alle voll begeisterungsfähig und wollen was Neues dazulernen. Und ich bin so happy und glücklich, dass ich das nie aufgegeben habe. So. Ich bin so begeisterungsfähig in so vielen verschiedenen Bereichen. Ich fühle mich oft wie ein Kind noch. Ich denke, geil, Alter, guck mal, hier kann man noch was Neues lernen. Das kann ich mir noch beibringen, das will ich noch lernen und so. Das darf man nicht aufgeben. Lasst das innere Kind in euch nicht sterben, Freunde. Dann ging es. Also wenn Sie was tun und das fasziniert Sie so. Und heute sage ich das mit der Begeisterung nicht mehr so gerne. Das habe ich eigentlich eher immer aus rhetorischen Gründen gesagt mit der Begeisterung. Weil jeder weiß, man kann sich ja für jeden Scheiß begeistern. Und das haben sich Menschen auch schon für den größten Blödsinn begeistert. Und das braucht man nochmal. Aber es ist manchmal auch schwer, wenn ich jetzt gesagt hätte damals, als ich damit angefangen habe, man müsste es mit Freude tun. Da hätten die Leute mich angeguckt und gesagt, mach ich doch immer. Weil mit Freude, das wissen sie schon gar nicht, was das ist. Jetzt haben wir das mit der Begeisterung. Jetzt sage ich, in Wirklichkeit meine ich, wenn ich Begeisterung sage, meine ich Freude. Und wenn das noch nicht reicht, Hingabe. Also wenn, mein Lieblingsbeispiel, wenn jetzt hier einer mit 85 schon dabei, wenn Sie jetzt unbedingt Chinesisch lernen wollten, ne? So, und dann wissen Sie, wie das dann abläuft? Schon wenn Sie auf die Idee kämen, Chinesisch zu lernen, sagt Ihnen ein Teil in Ihrem Hirn, das lohnt sich nicht mehr. So, aber jetzt gehen wir mal davon aus, Sie hätten sich das ganz wild in den Kopf gesetzt, dann gehen Sie zu Ihren paar verbliebenen Freunden, wo Sie immer so Ihre Bierchen trinken und sagen, Kumpels, jetzt lerne ich Chinesisch. Wissen Sie, was die sagen? Ja, lohnt sich doch nicht mehr, Junge. Kannst du sowieso nicht. Ist voll schwer, ist voll dies, ist voll das, ist voll so, ist voll so. Da gehst du nach Hause und denkst, scheiße, vielleicht haben die recht. Hast du noch alle Tassen im Schrank, du in deinem Alter? Das wird also nichts. Und wenn Sie sich auch noch darüber hinwegsetzen und so einen starken Willen haben, dass Sie dann doch sich in der Volkshochschule anmelden, da wissen Sie alle, die Sie hier sitzen, das wird nichts. Der lernt nie mehr Chinesisch. Da siehst du wieder die Meinung von anderen, ne? Nie darauf hören. Niemals. Wenn der, stellen wir uns vor, der würde sich rettungslos in eine junge, hübsche, 65-jährige Chinesin verlieben. Da gehen die emotionalen Zentren an. Und wenn die dann sagt, Feldbach ist auch schön, aber ich möchte lieber nach China, nach Qingfeng. Und der findet die so irre gut, dass er dann mit nach Qingfeng geht. Nach einem halben Jahr gehen wir den dann besuchen in Qingfeng und der kann Chinesisch. So. Klar kann der Chinesisch. Weil er will. Und es, jedes Wort, was er da lernt und wo dann die Zunge sich fast verbiegt, begeistert ihn und die Frau auch. Voll schön, Digga, das Video. Dass er so ein toller Chinesischlerner ist.
Und deshalb kann man prinzipiell auch mit 85 Chinesisch lernen. Nur man müsste sich eben auch wirklich so begeistern können, dass es geht. Weil nur dann, wenn man etwas mit so einer Freude tut oder mit Hingabe, werden im Hirn diese emotionalen Zentren angeschaltet und dann werden bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet. Und diese wunderbaren Botenstoffe, die kommen im Routinebetrieb nicht mehr raus. Ja? Im Routinebetrieb werden alle möglichen Botenstoffe ausgeschüttet, aber die nicht. Weil die nur dann ausgeschüttet werden, wenn es wirklich nochmal richtig wichtig wird. Weil diese Botenstoffe nämlich etwas können, was die anderen, die man im Routinebetrieb nimmt, nicht können. Die können nämlich andere Nervenzellen dazu bringen, dass die nochmal Fortsätze auswachsen, nochmal neue Synapsen machen, nochmal neue Kontakte machen. Und das ist das, was man braucht, damit man mit 85 auch noch Chinesisch lernen kann. Man darf niemals aufhören, diese Begeisterungsfähigkeit. Man darf die niemals ablegen. Man darf niemals das Kind in sich sterben lassen, ich schwör's dir. Niemals. Egal, wie alt du bist. So, das heißt, ohne diese, dass es ihnen so eine Freude macht, kriegen sie da nichts, wächst da nichts mehr. Crazy, ich find das voll mächtig, ja, ich schwör's dir. Wollte ich mir mit euch zusammen reinziehen, weil das schon eine sehr krasse Erkenntnis ist auf jeden Fall. Und ich glaube, einige Leute brauchen das, weißt du? Und deswegen, selbst wenn ihr noch jünger seid jetzt gerade und, keine Ahnung, so das Gefühl habt, ihr steht auf dem Punkt und weiß ich nicht, seid nicht mehr richtig glücklich oder werdet irgendwie miserabel, weil ihr immer den gleichen Shit macht und nichts Neues mehr in eurem Leben passiert. So, ihr habt die Wahl, jeden Tag irgendwas Neues in euer Leben reinzubringen, irgendwas Neues zu lernen, euch für irgendwas zu begeistern. Das Kind in euch träumt immer, vergesst das nicht. Viele Leute haben den Zugang dazu verloren und fühlen das nicht mehr, aber ihr könnt das. Beschäftigt euch mit euch selber und hört hin, was euer innerer Kern sagt, was sein Traum ist, und dann fangt an, das zu leben. Dann begeistert ihr euch auch dafür, weil es von ganz tief innen drin kommt. Und dann lebt ihr das einfach. So. Tschüss dir. 420 statt 1984 sagt, danke Leon, dass du dafür sorgst, dass ich sowas sehe. Ich bin sehr begeisterungsfähig mit vielen, vielen Hobbys. Aber mein Job ist total Routine. Ich suche schon seit langem nach meiner Berufung. Hör nicht auf zu suchen und du wirst sie finden, Bro. Das ist der beste Tipp, den ich dir geben kann. Hör nicht auf zu suchen und du wirst sie finden. Hör einfach nicht auf. Weißt du, wie ich meine? Hör einfach nicht auf und dann wirst du sie finden. Manchmal kann es ein Jahr dauern, manchmal kann es 2 Jahre dauern, manchmal kann es 10 Jahre, manchmal kann es 20 Jahre, manchmal kann es 30 Jahre, 40, 50 Jahre dauern, bis du sie gefunden hast. Aber solange du nicht aufhörst, wirst du sie finden. Und der Weg ist das Ziel, bekanntlich. Der Weg dahin. Weißt du, wie ich meine? Deswegen hör einfach nicht auf. Sei neugierig, lern immer wieder was Neues dazu. Versuch dein Herz zu fühlen, deinen Kern zu fühlen. Und versuch dem nachzugehen. Früher oder später wirst du es finden. Ich habe relativ spät angefangen zu malen und mir wurde anfangs gesagt, damit wirst du nie Geld verdienen. Und was soll ich sagen? Sie haben sich getäuscht. So, Mary. So. So. Und das ist eigentlich, das erzählt dir ja jeder. Jede Erfolgsgeschichte, die du hörst von Leuten, da hörst du immer wieder, dass die angefangen haben und die Leute nicht an diese Menschen geglaubt haben. Selbst manchmal deine eigene Familie glaubt nicht daran, dass du das schaffen kannst, was dein Traum ist. Und sagen dir das auch. Und das ist enttäuschend, das tut weh, aber du darfst nicht darauf hören. Wenn dein Herz, dein Kern, das Göttliche in dir, ne, wenn das dir sagt, du kannst das und das schaffen und du kannst das und das erreichen, dann kannst du das auch erreichen. Egal, wer was sagt. So. Hör niemals darauf. Niemals. Hör nur auf dich. Alleine dieses, dass Leute darauf hören. Ich sehe das doch, wenn ich durch die Welt gehe. Ich sehe das doch, wie viele Leute, ich spüre das doch förmlich, wie wenig Leute ihren Traum leben so. Das sieht man den Menschen an so, weißt du? Und ich will nicht wissen, wie viele Träume zerstört wurden, nur von Meinungen anderer so. Wie viele Träume zerstört werden, nur von Meinungen anderer. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt Menschen, die sterben, ohne nur angefangen zu haben, ihren Traum zu leben, weil andere Leute denen gesagt haben, dass sie das nicht können.